Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Darkness. Wir werden gerade zum Essen gerufen, werden wir sonst nicht, oder zumindest wird es nicht mehr gezeigt und das ist seltsam. Also erwarte ich, dass entweder die Leute für das Erkundungsteam ausgesucht werden, also für das Forscherteam, oder was anderes. Ja, lasst uns essen. Stopp! Alle hören. Bevor wir heute zu Abend essen, ich habe eine Neuigkeit zu verkünden. Sind die alle etwas wütend, aber. Na, rück schon raus damit, wir wollen essen. Ja, so wie die immer schlingen, schmatzen, es ist. Du hältst uns davon ab, diese köstlichen vor uns liegenden Essen zu vertilgen. Ich bin entrüstet. Irk. Es ist so ungerecht. Ich werde gleich ohnmächtig vor Hunger. Buh, buh. Ruhe! Muss Ruhe herrschen. Ich bin mir sicher, dass die Auswahl des Expeditionsmitglieds euch alle beschäftigt hat. Unser Gildenmeister hat endlich seine endgültige Entscheidung getroffen. Boah. Donnerwetter, endlich steht es fest. Die Mitglieder werden bei der Ansprache morgen früh bekannt gegeben. Ihr dürft euch darauf freuen. So, tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Ohne weitere Umschweife, legt los. Lasst es essen! Knuddeluff balanciert ja nur mit deinem Apfel oben auf dem Kopf. Morgen werden endlich die Mitglieder der Expedition bekannt gegeben. Ich bin irgendwie nervös. Ja, ich weiß, Plaudergeist sagte, wir sollten uns keine Hoffnung machen. Schließlich haben wir Knuddeluff keinen der perfekten Äpfel gebracht, die er so liebt. Aber danach haben wir uns doch richtig angestrengt, oder? Wir haben unser Bestes gegeben und selbst wenn wir nicht ausgewählt werden, bereue ich nichts. Gehen. Ah, ich bin müde. Lass uns schlafen. Ich freue mich auf den aufregenden Tag morgen. Gute Nacht. Flup. Bei Hydropi sieht es echt so aus, so. Flup. Schlaf. Und bei Glumanda eher so. Tot. Keine Reue, genau. Aber wenn wir nicht ins Expedition, dann wird Hydropi am Boden zerstört sein. Hydropi gibt sich so viel Mühe. Ich hoffe, Hydropi darf mit auf die Expedition. Wenn wir beide ausgewählt werden, dann könnte diese besondere Fähigkeit von mir von Nutzen sein. Da fällt mir auf, ich hatte in letzter Zeit gar keine Schwindelanfälle mehr. Ich glaube, es ist eine nützliche Fähigkeit. Aber es ist frustrierend, dass ich diese Vision nicht steuern kann. Wenn ich über alles so viel nachdenke, kann ich nicht einschlafen. Ich sollte jetzt besser aufschlafen. Gute Nacht, Rupi. Ich hoffe, du wirst morgen ausgewählt. Nachts. Da ist es. Das zweite Zahnrad, ein weiteres Zahnrad der Zeit. Es ist das zweite. Nun bleiben noch drei Zahnräder der Zeit. Ich muss sie holen. Am nächsten Morgen. Aufgestanden und ab dafür, es ist morgen. Ich hoffe ja endlich mal, dass die in der Lage sind, das zu überstehen, ohne dass sie so Schwindelanfälle bekommen. Naja, da sieht man, noch 4 Minuten hätten wir gebraucht, damit für das, was wir gestern angefangen haben. Nun dann, ich werde nun die Expeditionsmitglieder bekannt geben. Gildenmeister, die Liste bitte. Nimmt die Liste mit den Namen der Expeditionsmitglieder von Knuddeluff entgegen. Die ausgewählten Mitglieder sind hier aufgelistet. Tretet vor, wenn euer Name aufgeführt wird. Endlich ist es soweit. Mein Herz schlägt wie verrückt, mein Schutzkind. Ich werde ohne weitere Umschweife bekannt geben, wer ausgewählt wurde. Unser erstes Mitglied ist Kakelo. Ja, geschafft!
Aber wenn ich darüber nachdenke, war ja klar, dass ich ausgewählt werden würde. Das sagst du? Angeber. Soll das heißen, dass er nicht mal nervös war? Als nächstes kommt Krebskorps. Hey, geschafft! Ich wurde ausgewählt, hey! Puh, bin ich erleichtert. Der nächste. Oh, was ist das? Was für eine Überraschung. Unser nächstes Mitglied ist Visiza. Wirklich? Wirklich und wahrhaftig? Menschenskind. Ich gehe auf Expedition. Ist da irgendwas, Visiza? Komm schon, tut's wohl. Ich will hier vortreten, wirklich, aber. Ich bin gerade ganz überwältigt. Meine Beine wollen sich nicht bewegen. Meinetwegen. Ignorieren wir es und fahren fort. Als nächstes haben wir Sonflora und Palimpalim. Oh, wir auch. Jauweia. Ja, und damit ist das Expeditionsteam komplett. Da, wie es aussieht, sind die Nieten ausgeschieden. Geschieht ihnen recht. Oh, wir haben es, sie haben es sich verdient. Damit hätten wir die Expeditionsmitglieder. Was ist das? Oh, da ist etwas am Rand gekritzelt. Der Gildenmeister hat wirklich eine krakelige Handschrift. Das ist kaum zu entziffern. Würde ich laut sagen, was ich jetzt denke, hätte es unschöne Folgen. Am besten halte ich einfach den Schnabel. Wie es aussieht, gibt es noch mehr Expeditionsmitglieder. Und zwar Dicta, Diktri und Glibunkel. Oh, und Hydrophi und Einavi. Das ist alles. Moment mal, was? 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 Gildenmeister, ich glaube, auf dieser Liste steht, dass ich jedes einzelne Gildenmitglied. Ja, das stimmt. Nun gut, wie es aussieht, war das ganze Auswahlverfahren sinnlos. Außerdem also, mussten wir die Gilde leer zurücklassen, wenn wirklich alle gehen. Bist du sicher, dass wir gehen sollten, ohne dass jemand hier bleibt und auf die Gilde aufpasst? Es wird schon okay sein. Wir werden gut abschließen. Gildenmeister, ich habe auch ein paar Bedenken. Glaubst du nicht, dass vielleicht zu viele Mitglieder auf die Expedition gehen? Wenn ein Freund so etwas fragt, muss ich mich schon fragen, wieso. Ich meine, wieso müssen überhaupt alle gehen? Was hat das für einen Sinn, dass jeder mitmacht? Natürlich ergibt das Sinn. Ich meine, wenn alle gehen, macht das doch mehr Spaß. Was? Es wird ganz laut und aufregend und lustig werden. Als mir die Idee kam, konnte ich vor Aufregung nicht einschlafen. Was? Ja, so sieht es aus, Freunde. Wir gehen alle auf Expedition. Und es wird ein riesen, riesen, riesengroßer Spaß. Geben wir alle unser Bestes. Hurra! Tja, es ist beschlossen. Na gut, lasst mich den Ablauf erklären. Gleich im Anschluss findet eine Einsatzbesprechung für die Expedition statt. Die ausgewählten Mitglieder, also alle, jeder von euch sollte sich auf den Beginn der Expedition vorbereiten. Vergesst nicht, dass dies eine Gildenexpedition ist. Die Mitglieder, die nicht zur Gilde gehören, dürfen nicht mitkommen. Ihr könnt keine Mitglieder über den Palimpalim-Treffpunkt mitnehmen. Sie dürfen an der Expedition nicht teilnehmen. Denkt daran, wenn ihr eure Vorbereitung trefft. Sobald ihr bereit seid für die anstehende Reise, kommt hierher zurück. Informiert mich dann, sobald ihr fertig seid. Das ist alles, ihr könnt gehen. Puh, ich könnte vor Glück schreien. Alle dürfen mit auf zur Expedition. Der Geldmeister hat mich mal wieder überrascht. Ich zittere noch vor dem Schock. Von dem Schock. Ich dachte nicht, dass wir ausgewählt werden. Ich war total baff. Ich bin froh, dass wir nie aufgegeben haben. Hehe. Nicht Menschenskind. Ich bin so froh, dass ich mit auf die Expedition darf. Und nicht nur ich. Alle dürfen ja mit. Knief. Das wäre ein Traum. Ich bin ganz bewegt und aufgewühlt. Schluchz. Das ist kein Traum. Es ist passiert. Wie immer. Dass wir alle mitgehen, bedeutet auch, dass es eine Prüfung für uns alle sein wird. Darum schlage ich vor, dass wir Lehrlinge alle zusammenarbeiten. Und lasst uns die Expedition zu einem Erfolg machen.
Yippie! Das ist die richtige Einstellung. Ja, das ist sie. Lasst uns unser Bestes geben. Schnief, schnief. Lasst uns zusammenhalten. Wir schaffen es. Ich hoffe, ich darf jetzt noch meinen... Hat eine... Was? Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Das Team von einer Wir hält einen größeren Schatzbeutel zur Belohnung. Du kannst jetzt mehr Items, als du bisher tragen. Wuhu! Das ist ja mal... Das ist gut. Was steht hier an? Es ist wundervoll. Hallo, willkommen Mitglieder. Was ist mit Einstein los? Möchtest du Einstein zu den Teammitgliedern hinzufügen? Richtig, wird gemacht. Moment, jetzt wollte ich, wollte mich doch über Einstein informieren. Gesteinboden, das war wahrscheinlich das Problem. Er hat eine Wasserattacke gegessen, die... Ja, ich möchte jetzt nicht mehr. Ist okay. So, Bericht. Hat 47 Trefferpunkte, trägt kein Item. Taktik, wir sind ein Team. Okay, wie sieht's mit den Infobrettern aus? Gibt genügend. Aber wir sind ja jetzt eher auf Expedition und nicht... nichts anderes. Also werden wir uns erstmal ausrüsten. Ah, da sind Merle und Azuril. Oh, einer wie ein Hydrops. Ich hoffe, dass ihr reichlich Schätze erbeutet. Oh, einer wie ein Hydropi. Bitte passt während eurer Expedition auf euch auf. Hey, wir schicken nur den Vorrat auf. Aber nun macht doch nicht gleich so ein grimmiges Gesicht. Holprig werden. Wir sollten alle mit Proviant ausgestattet sein. Tschaha. Die werden uns den Proviant wahrscheinlich wegfuttern. Gucken wir mal. Ah, Dicktree ist wieder da. Aber das ist ja nicht schlimm. Dicktree können wir da lassen. Ihr begebt nun macht ne Klinge. Ich werde an euch denken, meine Lieben. Viel Vergnügen. So, was können wir lagern? Okay, zwei Äpfel behalte ich mal. Ein Klargummi kann ich lagern. Ein Flea Orb. Kraftreserve. Ja. So. Nee, ich möchte was nehmen. Wie kann ich denn irgendwas? Ah. Okay, was haben wir denn? Azurgummis waren die Flugdinger. Goldgummis waren Psycho und Gelb war Elektro. Grau war Gestein. Oh, wir können ein Grau und ein Grün gebrauchen. Aber das nehme ich jetzt nicht mit, weil wir wissen ja bei alle, dass wir die Leute hier nicht mitnehmen dürfen. Was ist das? Zink? Ja, Zink nehmen. So. Nee, das war alles. Schauen wir jetzt nochmal nach, was wir bei Kecleon besorgen können. Glückwunsch, ich hoffe, es gelingt euch. Okay. Nehmen wir noch den Belebersamen mit. Man kann nie zu viel, zu wenig Belebersamen haben. Okay, das passt. Was hat der mir anzubieten?
Fackeln waren. Aeroass. Feuersturm wäre heftig. Das könnte ich ja sogar Glumanda beibringen, aber dazu müsste ich 9000. Wie viel habe ich? Ja, okay. Kontostand ist 3000. Ich habe also knapp 4000. Ja. Ja, gut, dann wird daraus erstmal nichts. So, dann gehen wir jetzt mal zurück, lesen noch ein paar von den Berichten, bevor wir dann weitergehen. Ein paar Tagebucheinträge können wir ja lesen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt starte, dann wird das Ganze nur darin enden, dass wir irgendwo mittendrin aufhören. Dann kann ich vielleicht gar nicht speichern und dann... Sonnenflora. Total durchgeknallt. Hammer? Was haben wir da schon? Ich glaube, das erste Hammer. Das Auweia-Tagebuch von Sonnenflora, alberner Kakelo. Auweia, dieses dumme Kakelo. Oh, er kann so zerstreut sein. Jeder weiß, dass man, wenn man in einem Dungeon besiegt wird, einige Items und all sein Geld verliert. Aber natürlich muss dieser dumme Krakelo all das vergessen und sich Hals über Kopf in den Dungeon stürzen. Das führte dazu, dass wir beide besiegt wurden. Also wurde auch ich zur Gilde zurückgeschickt. So frustrierend, aber ja, ich will niemals mehr mit Krakelo in einen Dungeon. PS. Zwei neue Jungspunde haben sich der Gilde angeschlossen. Ich glaube, sie heißen Utobi und einer wie. Auweia. Sie sind besonders wert. Ah, da lesen wir was über uns. Lecker essen. Morgen werde ich mit Bidiza auf Erkundung gehen. Dieser Bidiza streift sicher unnötig umher. Ich sollte reichlich Essensvorräte mitnehmen. Oh. Warum wir reichlich Vorräte benötigen? Nun, wenn man durch einen Dungeon streift, wird man hungrig, wenn sich nach und nach der Magen leert. Wenn sich dein Magen leert, wirst du schwächer und schwächer, bis du schließlich kampfunfähig wirst. Aber ja, schrecklich. Bitte selbst nicht zu erfahren, daher werde ich ihn unterstützen. PS, ich beabsichtige, über den Verlauf meiner Erkundung mit Bidiza zu schreiben. Darauf sollte man sich wirklich freuen, Irk. Das bringt mich wieder zurück zu der Annahme, dass jemand mein Tagebuch liest. Oh weia, wie fürchterlich. Niemand liest dein Tagebuch. Erkundungsgrundlagen. Wie versprochen, ich habe es versprochen und hier kommt er nun. Hier ist mein Bericht über meine Erkundung mit Bidiza. Auweia. Die Unwissenheit von Bidiza im Hinblick auf das Erkunden hat mich erstaunt. Hier ein Beispiel. Wenn ein Gegner neben einem steht, wendet man sich mit ihm durch Drücken von Y zu. Einfach, nicht wahr? Selbst das wusste er nicht. Aber er braucht nur etwas Nachhilfe. Als ich es ihm erklärt habe, hat Bidiza es schnell begriffen. Er ist gar nicht so übel, Auweia. Den Job haben wir auch erledigt. Ein weiterer spaßiger Tag. Ein weiterer spaßiger Tag, die haben wieder Leute verprügelt. Typen und Vergleiche. Auweia. Neulich habe ich einen fiesen Schrecken bekommen. Während der Erkundung eines Dungeons war ich unvorsichtig und habe einen Treffer von einem Feuer-Pokémon abbekommen. Ich Dummerchen. Ich bin ein Pflanzen-Pokémon. Daher habe ich entsprechend viel Schaden erlitten. Ich sollte wirklich erklären, worum es hierbei geht. Wie du weißt, gibt es viele verschiedene Pokémon-Typen, wie etwa Feuer und Wasser. Attacken gehören ebenfalls zu einem Typ. Der Vergleich zwischen Attackentyp und Pokémon-Typ beeinflusst den Schaden. Als Pflanzen-Pokémon sollte ich mich vor Feuerattacken in Acht nehmen. Es ist wichtig, die Unterschiede der Typen zu kennen. Pferd, als ich deshalb in Schwierigkeiten geraten bin, hat mich Krakelo gerettet. Danke, Krakelo. Das andere Mal habe ich ihn angeschrien. Ich habe Krakelo gesagt, dass ich mit ihm niemals wieder auf Erkundung gehen will. Aber es tut mir leid, was das gesagt zu haben. Ich nehme all das Gemeine, was ich gesagt habe, zurück. Ich frage mich, ob er jemals wieder einen Dungeon mit mir erkunden muss. Ich denke, ich werde mich morgen in aller Form bei ihm entschuldigen. Ja, das werde ich machen. Es tut mir leid, Krakelo. Ich hoffe, wir können auch weiterhin Teamkameraden sein. So, das Rätsel. Auweia Tagebuch. Etwas sehr Rätselhaftes ist heute in unserer Gilde geschehen.
Wir waren in der Gilde, als diese Auweia von einem scheußlichen Gestank heimgesucht wurde. Auweia. So eine übel riechende Qualmwolke habe ich noch nie erlebt. Das war ein Augenblick, der echt einen Irk verdient hat. Aber niemand wollte sich dazu bekennen. Aber mich wird man nicht so leicht nicht hinters Licht. Aber ja, ich weiß, was ich gerochen habe und es gibt kein Vertun. Irk. Unter welchen mysteriösen Umständen es ins Heim gesucht hat? Wer ist der Übeltäter, Irk? Ja gut, das wissen wir jetzt, das war Skunk-Tank. Deswegen können wir jetzt speichern. Und werden dementsprechend dann für heute auch wieder den Spaß beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.